Yo, yo. Yes. Ja, ich habe mein Resin gecraftet. Er ist schon relativ spät. Viertel vor acht. Ist nicht die Zeit, wo früher Star Wars The Clone Wars gelaufen ist immer. Nee, warte, das war 20.15 Uhr. Also in einer halben Stunde theoretisch. Naja, ist ja auch egal. Heute ist Dienstag und Dienstage ziehen sich ultra lang. Das ist auch kaum fassbar. Wo ist mein Mauszeiger? Ich kann ihn gar nicht sehen. Oder? Also, ich fange natürlich an mit Exploration Dailies und so. Zeug halt. Wann habe ich das Ding eingesammelt? Na, okay, ich habe jetzt nichts dagegen, aber. Ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, das gerade eben eingesammelt zu haben. Oh, da hinten ist eine Chest. Und hier ist scheinbar. Oh, perfekt. Wusste ich gar nicht. Ich habe es einfach nur gerade auf der Map irgendwie gesehen. Na gut. Ich brauche auch nicht mal diesen Numa-Block, weil, guess what? Ich habe einen Numa-Charakter. Scheiße, ich brauche einen Osea-Block dann. Oh, hier ist ja auch ein Seestern. Auch wenn ich es nicht brauche. Heute werden ja Hutong-Turrets gefarmt. Dann. Oh, scheiße. Ja, in keiner Welt habe ich. Habe ich dieses normale Ding angegriffen? Ich habe doch so offensichtlicherweise den Kackrochen angegriffen. Okay, Moment. Jetzt fehlt mir. Nur noch ein Osea-Block oder ich wechsle einfach zu Lynette. Na komm. Ich gehe zu Lynette. Lynette ist Level 10. Was ist das Ziel? Ach, man soll die drei nebenan machen. Ja, gut, das macht Sinn. Und was ist Lynettes? Ja, nee, okay. Oder, Moment. Sie werden auf der Map angezeigt und... Ach so, ja, gut, das ist egal. Braucht keiner. Hier ist ja Jo. Und hier kann ich mir auch noch direkt eine Chest holen. Da habe ich schon drei Sachen theoretisch erledigt von acht. Dann würden mir nur noch fünf fehlen. Oh, come on. Gibt es hier noch auf dem Boden irgendetwas? Okay, nee, nicht, dass ich was sehe. Also ist dann egal. Ich glaube aber dort hinten noch irgendwo gab es auf dem Boden so eins dieser komischen Water Currents, die man machen kann. Ich hab erstmal ein bisschen der Quad Extender zurückgeholt. Hier ist was. Ne, das habe ich schon gelöst, aber meint. Ich soll mal noch ein bisschen Wasser Stamina. Gibt es hier in diesem Gewässer gar nicht mehr so viel. Was natürlich auch Sinn macht, weil ich das schon seit ein paar Tagen die ganze Zeit farme. Ich habe hier auf dem Boden. Nee, doch nicht. Hier sind noch die Water Currents. Nicht Water Currents, aber diese komischen Viecher. Ich habe vergessen, wie die heißen. Aber ja. Ich denke mal, hier ist noch irgendwas. Ich glaube, da, dieses Teil da. Ich weiß nicht, was es macht. Ah, eigentlich hatte ich heute vor, diese World Quests zu machen, aber jetzt ist es schon zu spät, glaube ich. Jetzt ist es schon zu spät.
Ja, gut, muss ich mich das nächste Mal wohl daran erinnern. Okay, das könnte eine Sneakkraft werden. Ich habe nicht mal was getroffen. Ist nicht mal möglich. Ah, doch, ist es. Begin Advanced Training. Warum treffe ich die nicht? Ah. Ja gut, ich habe einfach nur verkackt. Dann würde ich halt eben mal meine Position anpassen. Oh Mann. Oh doch, ich hab's immer noch geschafft. Profi einfach. Kann man nicht einfach anders beschreiben. Le Scrapondre L.A., keine Ahnung. Ja, das ist zumindest cool. Jetzt kann man es nicht mehr aktivieren, oder? Nee, kann man nicht. Ja, ist aber okay. Da ist eine World Quest oben, wie gesagt, das würde ich eigentlich an einem Tag machen. Wo ich noch keine Dailies gemacht habe. Weil da kriegst du eine Quest und noch ein paar Chests, glaube ich. Also wäre das zu viel. Ich müsste es dann splitten. Ich habe keinen Bock, das zu splitten. Wenn schon, mache ich es an einem Tag. Digga, die AOE von dem Ding ist wirklich mini. Wag es nicht, es zu sagen, Paimon. How about we explore the area ahead of us later? Hier ist ja auch noch ein Seestern. Mehrere sogar. Na gut, das wäre natürlich praktisch gewesen, hätte ich es damals gewusst. Für eine Villa, jetzt ist es egal. To shadow, to dive. Ja, ja, bestimmt. 78%, irgendwas fehlt hier noch. Also viel. Ich hab's doch Mandy, der Part, der unter Wasser ist. Aber vielleicht fange ich jetzt auch mal an, andere Gebiete zu erkunden als nur das Wasser hier unten, weil hier glaube ich habe ich schon eigentlich alles. Wobei ich kann halt natürlich noch ein bisschen weitergehen. Der Ort sollte noch dazugehören. Das heißt, da kann ich auch einfach hingehen. Easy. Hier ist doch bestimmt was drin. Surely. Interact. Oh nein, jetzt wird auch noch eine World Quest davon. Ja, das sehe ich nicht. Egal, bestimmt ist hier doch irgendwo ein Hydrokillis. Da oben ist einer. Hehehe. Wo ist der Hydrokillis? Das ist auch noch so ein benamtes Teil, also ich meine ein Ding mit einem Namen. Ne, es hat keinen Namen.
gucken, was ist Hydroculus hier drin? Ne, das kann ich nicht mehr öffnen. Vielleicht erst ist es safe in dem Gebäude drin, aber Frage ist wo. Ich glaube, mir fehlen nur noch zwei Sachen, ja. Na, scheiße. Ich muss hier rein. Nein. Ich kann es nicht erkennen. Warte, was hat Paimon eigentlich gesagt? Das wiederum habe ich vergessen. Was macht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Die Teile einfach kaputt machen. Man bekommt eine Chest davon. Das bringt mich ja nicht weiter. Was soll ich hier nochmal machen? Ich habe gar keine Ahnung. Was hat Paimon gesagt? Scheiße. Einmal sagt ihr was Wichtiges und ich pass nicht auf. Was ein Kack. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, was soll ich machen. Ich sehe nichts. Das habe ich schon aktiviert. Hä? Warum geht es jetzt auf? Oh, come on. Ah, hier ist auch der Hydroculus. Das ist mal gut zu wissen. Den werde ich mitnehmen. Und damit habe ich meine Dailies geklärt. Ich werde das wahrscheinlich immer noch hier einmal lösen. Ich werde es versuchen zu lösen zumindest. Moment, wo war denn das? Der Energy Block. Ah, ja gut, ich muss wahrscheinlich dahin. Dann kann ich das aufsammeln. Mit dem dahin. Da habe ich dann einen Blick. Nee, immer noch nicht nach oben. Schade. Dann halt zu dem. Damit kann ich aber das aktivieren. Das sollte es doch sein, oder? Genau. Was macht das jetzt? Nochmal so ein Scheiß. Also noch ein Quest-Item.
Aber meine Ladies sind erledigt worden, das heißt. Juhu. Das kann. Fix, das kann eingesammelt werden. Nö, Relationship. Lässt noch ein bisschen nach, aber. Ah, komm, das wird schon noch mit der Zeit. Habe ich eigentlich meinen. Ich habe das Gefühl, ich habe gestern gar nicht beim Weekly Reset auch die. Wie so ein Artifact. Artifact XP gekauft und. Resin. Das heißt, das würde ich dann noch machen. Oh Gott. Immer noch nicht Chongyun, immer noch seine Tante. Ist es seine Tante? Ich weiß es immer noch nicht. Aber es könnte halt so gut passen. Ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird mir Zeit, dass ich es endlich google. Ist. Wer ist denn immer? Wie heißt die? Damn. Ist Shinhe Chongyuns Aunt. Chongyun refers to Shinhe as his aunt. Ich hab Chongyun. Okay. As he looks for his popsicle, he realizes she's his aunt. Three? Die ist wirklich seine Tante? Is Shinhe really Chongyun's aunt? But soon it was confirmed that Shinhe is Chongyun's auntie. And he too has his peculiar service from Es kann sogar sein dann tatsächlich, lol. Ich dachte einfach nur so an und für sich vom Aussehen wird's vielleicht fitten, aber das könntest du auch mit anderen Charakteren machen, aber hier, ja gut. Das ist good to know, I guess. If you ever ja, ich muss noch Resin spenden, aber den Rest hätte ich dann schon gemacht sogar. Also erstmal zurück zu Fontaine. Ich muss mich eigentlich voll strecken gerade. Ich habe mich auch noch gut zugefressen mit einem Jufka und einer Dönerbox. Heute auf absolut gesunder Basis. Was mache ich? Ich hab voll. Ich bin gerade so voll. Also ja. Ich habe noch nicht die drei World Bosse gemacht. Macht's. Ich kann morgen auch Mittag umcraften, kein Ding, actually. Also kann ich's machen. Ich mache heute den letzten World Boss, das wird Child sein wie. Ich meine nicht Child, sondern der Psychopath. Der da. Genau. Weil dann kann ich eventuell noch, wenn ich Glück habe, einen Midlander-Billet haben. Ich find's voll kacke, dass man zwischen Northlander und Midlander umcraften kann, aber nicht zwischen den unterschiedlichen Weapon-Types. Das macht mich voll sauer. Wenn man dann zum Beispiel einen Weapon-Type braucht, dann kriegt man den einfach nicht. Was für Haar. Was labert der? Oh Gott, kann ich eigentlich. Ah ne, ich hab Kasu und Jojo, das passt. Ah!
to oblivion! Eure Pfeile kann man gut mitnehmen. Kneel! Wow. Ich mag die Musik von dem Boss halt voll. Voll viele scheint es gar nicht zu mögen, aber ich mag ihn voll. Ich glaube, Ava hat eine andere Bedeutung als dieses sei gegrüßt, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann ich auch critten? Hätte ich überhaupt? 53 Grad ich bin. Ey, ich sehe nicht mal die Hits. Bin ich einfach blind? Da hatte ich einfach null mal gecrittet gefühlt bei meiner 94er Crit Rate. Naja. Ich weiß es nicht. Physical, oh Gott. Das ist. Nee, you know, das kann ich eigentlich komplett auslassen. Also, das ist. Increases Charge Attack Damage by 35% and increases Elemental Mastery und das ist ein fucking Physical Goblet. Nee. Also, das ist ja. Ah, nee. Und ich würde kein Physical Character spielen. Oh, fuck it, ja, das nehme ich nicht mit. Ja, dann. Oh. Mein Bruder macht Faxen. Was? Oh, Moment. Okay, wieder da. Mal kurz Faxen machen mit meinem Bruder. Genau, also. Hut hat einen Schulz fahren. War der Plan für heute. Also, in we go. Ich erwarte jetzt nicht wirklich, dass ich genug bekomme für die letzte Crown. Was wäre natürlich schön. Dreimal in die Domain gehen und dann mal schauen. Also, here we go. Nivellet. Farmed Hut Home Materials. One with nature. Shut the clouds high. The bird. The bond is strong. Stay put. The tide is beckoning. Also, here we go. Schade. Sehr schade. Wenn die Drops jetzt nicht komplett insane werden, dann reicht es definitiv nicht für die Crown. Und ich denke, es wird auch definitiv nicht reichen. Hup, 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 hup. Sobald der Strahl von Nivellet kommt, war es das halt. So, das Setup kommt, dauert ein bisschen und sobald der Strahl kommt, ist alles tot. Weil es einfach eine fucking Talent Materials Domain ist.
Gut, ich krieg safe nicht genug. No, ich habe 7 Stück, ich brauche 9 Materials. 9 rechnet sich um zu 9 mal 3, 27. Ja. Wir werden wahrscheinlich so ungefähr 3, 4 von den Golden empfehlen. Okay. Ja, so schnell geht's. Und surely ein Gold. Na, schade. Okay. Ja, also wenn ich ganz viel Glück habe beim Umcraften, könnte es reichen. Ganz viel Glück müsste ich aber haben. Also so unnormal ehrenlos. Ich kann ja 6 Stück fünf Stück umcraften. Zu Dings. Wenn ich dann ein paar doppelt bekomme. Ah, aber das ist. Ich meine so. Ich weiß nicht, ist es Ayaka? Ayaka wird so absolut auf ehrenlos machen. Nee, es ist Leila. Wird auf ehrenlos gar nichts geben. Ne? Ein Bonus, okay. Ich bräuchte jetzt halt 2 Boni, ne? In keiner Welt kriege ich 2 Boni. Was habe ich gesagt? Ich krieg nicht mal einen. Leider. Ja. Schon ein bisschen sehr ehrenlos, wirklich. Du machst 0,9 hoch. 7. Ich habe keine Ahnung. Es ist ungefähr 0,8 mal 0,8 mal 0,9 in etwa. Macht 0,7. Sagen wir mal. Ja, okay. Ich habe halt den Worst Case in einer 60-40% Chance ungefähr verloren. 60% als das Wahrscheinlichste und das, was verloren ist. Also keine Ahnung. Es ist eigentlich recht average. Wobei, ich will es kurz ausrechnen. Surely geht das. ...0,9... ...hoch... ...7. Ah ne, Eckstehen, aber nein, ich habe mich irgendwo verrechnet. Das heißt, ich hatte... Eigentlich war die Chance mehr als 50%, dass ich mindestens einen... ...doppelt bekomme. Ah Mann, wie schade. Es ist schon traurig, weil das heißt, wenn ich noch einmal machen würde... Mit einem Condensed hätte ich genug bekommen für die Triple Crown of Futau. Ja. Aber egal. Ihre Waffe wird ja auch noch irgendwann gepult. Ja. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für eine Villette gegen diesen Typen hier zu kämpfen. Weil ich gerade mal Lust drauf habe. That hurts.
settled down. A bond is strong. Silence. Oh, this was. Hehe. Ich hab mal Bock, gegen die andere Local Legend da zu kämpfen. Die hier. Oder wo ist die? Die ist hier. Dann geh ich lieber zur Stitch of Seven. Ich glaube, da ist ein bisschen näher. Auf der Bergspitze, da war wahrscheinlich auch mal ein. Wissen wir mal. War bestimmt auch mal ein. Hydrokillus. Das kann man machen, einmal im Kreis herum. Krieg immer eine Chest, sammle ich halt morgen ein. Wenn ich mich dran erinnere, hoffentlich. Ja. Ich frag mich immer noch, wie man hier runterkommt. Moment. Man dahin kommt. Aber ich habe keine Ahnung. Das ist sau komisch. Geben die einfach gar keinen Tipp. Wenn man ist hier, das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe. Oder von da, keine Ahnung. Egal, jetzt gehe ich nochmal tatsächlich, denke ich. Zu der Stelle, weil ich will das Ding einmal killen. Da oben war ein Hydrokillus, den ich bestimmt schon eingesammelt habe. Und ja. Time to go. Gibt's hier überhaupt noch eine Chest? Settle down. Wind strike. This way. Stay put. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich gehe einfach die Stelle hier entlang. Oder war ich vielleicht auf einem der Bergspitzen hier? Hatte ich hier mir ein Hydrokill? Ist ja auch egal. Hier ist aber die Local Legend. Oh ne, jetzt sehe ich wirklich, dass das Ding wirklich einen kleinen Block-HP hat. Mit dem Hooter-Team hatte ich es damals gar nicht gecheckt. Dass sie 3 Millionen HP sind. Oh Mann, das ist ein Pyro. Ja, mit dem Router-Team ging es, glaube ich, schneller. Aber ich bin mir nicht sicher. Sollte eigentlich schon schneller gehen mit dem Router-Team, wenn man halt bedenkt, was mein Router für ein Investment hat. Und ein Router hat mehr Investment als dieses Team, bestimmt. Okay, der Bandit ist jetzt nicht der allerbeste, ansonsten die Router. Spain R1, okay, aber dafür C1. Was ja besser ist als ihre Signature, basically. Und eigentlich schon recht gute Artefakte. Plus Crown. Dann ist doch noch Xinqiu mit drin. Ich glaube, der war Top 8% Xinqiu oder sowas. Und dann halt noch eine Yelan, die auch recht gut invested ist. Also macht Sinn, dass mein Hooter-Team vielleicht stärker ist als das Nivelle-Team.
Ein bisschen Viecher killen, wobei ich eigentlich mein Ritual durchführen könnte von hierher kommen und ein paar Viecher killen. Und dann höre ich auf. Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Ja, Digga, Neverdad. Fick dich. Du hast deine Schuld, dass ich jetzt nicht das Kostüm Fleiß einsammeln kann. Silence! Who are you here to play? Don't be scared. Bow your head. Look at me. Just once. Ich hab gesehen, wo es gestorben ist, das Ding. Wunder, wie das erleuchtet. Leuchtet. Ja. Nöbelet kann über Wasser laufen. Er kann über Wasser fliegen. Moment. Ich muss was testen. Er könnte einfach den machen. Er kann schon ein gutes Stückchen über Wasser bleiben, so, oder? Das ist nicht schlecht, denke ich. Und ich kann dieses Stückchen hier einfach drüber fliegen, ohne schwimmen zu müssen. Also hier wird es Zeit, die Viecher anzugreifen. Warum krieg ich Doppelhits? Doppelheals sozusagen. Ja, Digga, die Hyperbooms machen ja voll viel. One with wind and cloud. Let the mighty be humble. Silent. Also, was habe ich alles bekommen? Keine Artefakte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ne, warte, 10. Chaos Devices, 3 Chaos Circuits und 1 Chaos Core. Eine recht durchschnittliche Ausbeute, denke ich. Das hier ist Check-in Reward. Notices. Banner? Ne. Was ist denn das? Waterborne Poetry. Ah ja, das ist das Major Event. 1000 Primus. Das Bild sieht nice aus. Dotokos Bombastic Adventure Event Fish Plastic Challenge. Ah, ja. Wann wird denn der nächste Banner gezeigt? Ich werde sowieso nicht auf dem Bullen.
Aber ich würde es ja trotzdem gern wissen. Und tatsächlich habe ich mal keine Träume von dem nächsten Banner. Das ist auch schon heftig. Lustigerweise ist, ich habe gestern eine Nachricht bekommen, dass die Hälfte des Events schon durch ist, Streamer-Events. Oder was vorgestern? Da hatte ich irgendwie schon 46 Stunden oder sowas. Und die Tatsache ist, dass man... Hier ist nochmal... Oh Gott, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Ich denke kaum noch gescheit nach. Ich bin fast so... Fuck, Gott. Ist nicht gut. Genau. Die obere Grenze ist 30 Stunden. Für die Rewards. Das heißt, wenn du mehr als 30 Stunden streamst, dann kriegst du nicht mehr Rewards. Also die letzte Reward ist bei 30 Stunden. Was ich damit sagen will, keine Ahnung. Ich habe einfach schon relativ viel gezockt. Aber ja. Ich bin wirklich müde. Ja, ich denke, das reicht. ...45 Minuten heute ist in Ordnung. Ich habe alle Sachen, denke ich, gemacht. Das muss ich aber einsammeln, nicht, dass ich es nochmal vergesse. Und das auch. Genau, ansonsten... Dienstag, ich bin mit der Hälfte von dem durch. Macht ungefähr Sinn. Denke ich. Und ja. Das reicht dann. Genau. Morgen werde ich mein Resin, glaube ich, sogar einfach sparen und nicht benutzen, damit ich Nivellatel Materials übermorgen gescheit fahren kann. Also, ja.